So, hallo, hallo. Dum 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 dum. Ja, Monkey Island, wir sind wieder da und wir fahren nach Ibiza. Juhu! Ein bisschen angeschlagen, weil ja Pollen und so, aber sonst es geht, ne? Es könnte schlimmer sein. Naja. Immer, wie man es nimmt, ne? Man lebt. Letztes Mal hatten wir, lass mich lügen, Kapitel 2 erledigt und wir sind dann direkt in Kapitel 3 gelandet. Das hat mich selbst gewundert, dass wir das Kapitel 2 so schnell erledigt hatten. Und jetzt sind wir komplett blind.
Was die Geschichte angeht, der gute Scrap ist nicht da, anscheinend. Und ja, da gab es keine neuen Tipps für mich. Und ja, kann ich raten, was ich machen soll. Im dritten Kapitel. Schauen wir mal rein. Nope. Warte. Spielstand. Blub, 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 blub. Die Insel. Die Crew. Ey. Die Lumpe hatten wir schon, ne? Die Kannibalen. Wo waren wir? Oh Gott. Kannibalen? Waren wir bei den Kannibalen? Oh Gott. Oder die Flussgabelung. Uiuiui. Ich weiß es nicht mehr. Ui. Blub. Blub. So, Spiel ist dann. Ja. Es ist ein bisschen schwierig. Ne? Wir hatten einen verrückten Typen getroffen. Und er hat gesagt, ne, er ist hier gestrandet. Und angeblich haben verrückte Affen sein Boot geklaut. Ne? Eine sehr wirre Geschichte, könnte man sagen. Die Paddel haben wir schon gesehen. Letztes Mal. Also in irgendeiner Schlucht liegen die rum, ne? Das X markiert die Stelle. Wir wissen es schon. Und ja. Frage ist jetzt halt, wie kommen wir in diese eine Schlucht? Wie machen wir uns einen schönen Staudamm? Und seltsam. Sea Monkey. Naja. Da waren noch ein paar Fetzen Papier. Genau. Es gibt einen heiligen Affenkopf. Und LeChuck hat sich den geschnappt. Der eine Verrückte, der uns begegnet ist, hat gesagt, er hätte einen Schlüssel. Aber diesen Schlüssel wird er uns erst geben, wenn wir einen Bananenträger haben. Was wir bräuchten, wäre vielleicht irgendjemand, der sich mit Bananen auskennt. Da komme ich nicht ran, ne? Ja, drücken. Kann ich nicht bewegen. Nimm Baum. Ne. Also ich weiß noch, dass wir einen Affen gefunden hatten. Der war, lass mich lügen. Im Wald ist er herumgekreucht. Und, boah. Hat uns irgendwie uns hinterhergelaufen ein Stückchen, ne? Und danach war er wieder weg, ne? Ich glaube, der will Bananen von. Sehr komischer Typ, also der Affe. Und der eine Verrückte. Bei dem kleinen Berg waren wir auch schon. Oh weh. Da kommen wieder die Geier. Seht ihr die Geier? Die wollen uns alle fressen. Da war der Affe. Hier ist die Schlucht. Warte mal, wo war der Berg? Ich suche nochmal den Berg auf, ne? Dass man ungefähr einen Anhaltspunkt hat, wo wir hin sollten. Also hier ist sicher noch was, ne? Kurz schauen, wo ist denn das? Hier? Hier war es, glaube ich, nicht. Es fängt schon wieder gut an, ne? Orientierungssinn? Beste. Hey, der Loki ist auch schon da. Hallo? Hallo? Loki? Loki, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendjemand, der mir helfen kann. Wirklich. Irgendjemand. Rap ist halt nicht da. Kann mir nicht helfen. Hm.
auf, ne? Da braucht man einmal Hilfe und keiner ist da, Demi. Schlimm. Sag's euch. ich muss hier da irgendwie hin, ne? Also hier war Wasser. Das weiß ich noch. Und wenn man den Wasserweg folgt, kommt man irgendwo hier weiter. Nein, ich frag doch nicht Google. Ich frag meine Viewer. Also, ne? Viewer einbinden in den Stream. So muss das laufen, ne? So, Mr. Guy Brush. Dschungel? Hallo? Ah, hier. Genau, hier sind wir gewesen. Und hier war eine Flussgabelung. Hier kann man irgendwas machen mit einem Damm. Nur fehlt uns hier ein Stein. Hier fehlt uns ein Stein. Nichts Besonderes. Ja, ja, toll. Du bist eine Hilfe, geil, Brush. Wirklich. Es ist schlimm mit dem Typen. Ich weiß noch, da oben war der Verrückte. Und der meinte so, ja, wir müssen mit den Kannibalen reden. Bla bla. Ich habe keine Ahnung, wo diese Kannibalen sind. Ne? Da ist ein komischer Stein. Und hier oben war ich natürlich auch schon, ne? Ich hatte dann einen schönen Stein und dann war hier unser Schiff und naja, das Schiff ist jetzt untergegangen, ne? Da ist ein Stein. Ja, und da sind noch mehr Steine. Steine, nimm Steine. Hm? Hm? Ich lege ihn einfach hier hin. Wow. Nein. Nicht runterspringen. Wir drücken den Stein. Und. Bumm. Bumm. Genau. Das hatten wir vorher schon. Dass wir hier einen Stein hatten. Den haben wir hier hingelegt, ne? Und unser Schiff war genau in dieser Schussweite. Und naja. Das Schiff ist dann untergegangen, ne? Wir haben uns so hoch verschuldet, für dieses eine Schiff zu kaufen. Ne? Und ja, unsere ganze Crew ist tot, unser Schiff ist untergegangen und ja, ne? Und nicht? Also ich glaube, wir können hier unendlich Steine nehmen. Kann das sein? Ein Stein. Habe ich da hingelegt. Wow. Kann ich noch einen Stein nehmen? Warte mal. Nee, da ist schon einer. Nö, will er nicht. Dann kann ich den mitnehmen? Warte mal. Ah, gute Arbeit. Was war genug Arbeit? Was? Nochmal? Nein. Was wollte er? Es war genug Arbeit, ihn hierher zu schleppen. Ja, wir haben schon unser Schiff versenkt. Wieso nochmal? Nee, also der Stein, der schießt in Dingens zum, ne? Zum Strand ist dieser Stein. Aber wir müssten jetzt einen Damm bauen. Eigentlich müssten wir da, warte mal, drücken. Warte mal. Ah, schau, schau. Wir können das Katapult andersrum ausrichten. Schau. Also das war jetzt Zufall, das habe ich nicht gewusst. Gut, wir probieren es nochmal mit dem Stein. Ender 10. Bat, drücken. Batz, Stein. Butz. Hä? Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Tada! Ja! Also das war jetzt auf gut Glück, ne? Ich habe das nicht gewusst. Ich habe es einfach nur probiert. So, nochmal. Drücken, ziehen,
Drücken, ziehen, ziehen. Ah, ich kann noch mehr ziehen. Ich weiß auch. Bin mal gespannt, ob das was wird. Einmal. So. Benutzen, oder? Drücken, drücken, drück das Ding. Hui, ein Stein. Batz. Ich habe einen großen Bananenbaum am Strand getroffen. Die Chance dafür ist sicher 1 zu 1 Million. Was? Wir haben, glaube ich, gerade einen Bananenbaum getötet. Mit einem Katapult. Wow! Ist das geil! Uff. Das muss ich mal anschauen. Warte, warte, warte. Wir haben einen Bananenbaum getötet. Ah! Ist das geil? Okay. Das muss man anschauen. Warte. Na? In den Dschungel. Komm schon. Dschungel? Wo ist denn der Dschungel? Hier. So. Wir gehen noch mal zum Bananenbaum. Es war aber jetzt wirklich reiner Zufall, ne? Ich habe nicht damit gerechnet. Warte mal, war das hier jetzt oder war das dort? Warte mal. Strand. War das hier? Nö, das ist der falsche. Nein! Verdammt! Die Geier kreisen schon. Die kommen immer näher. Na komm schon. Airbrush. Bisschen schneller. So, Strand. Hier lang. Affe. Ah! Schau, schau. Gleich noch mehr. Zwei Bananen. Alter. Und da habe ich den Baum. Ich habe gedacht, jetzt ich habe den ganzen Baum getötet. Naja. Trotzdem jetzt. Ich wollte eigentlich ein Dings bauen. Ein Staudamm. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich habe jetzt aber was komplett anderes gemacht. Okay, ich gehe nochmal zum Dingens. Ja, ich war da schon beim Affen. Nur, ich weiß nicht, was ich mit den Affen machen soll. Ich habe echt keine Ahnung. Der Verrückte wollte irgendeinen Erntehelfer oder was, oder Ernteträger. Kann ich mir den Affen vorstellen, aber ich weiß nicht, wo der Verrückte ist. Also, der Verrückte will einen Bananenträger. Ist halt die Frage, wo ist der Verrückte? Weiß das jemand? Wo ist der Verrückte? Das ist sehr interessant. Jetzt habe ich schon probiert. Der folgt mir durch den ganzen Dschungel. Der Affe. Nur ohne Ziel jetzt bringt es mir nichts. Naja, probieren wir es halt. Warte mal. Benutzen, geben. Gib, warte, Banane. Ich habe eine Banane. Nein. Banane. Er freut sich. Ne? Und jetzt läuft er uns nach, ne? Also durch den ganzen Dschungel läuft er uns nach. Jetzt ist halt die Frage. Ja, wo ist der Verrückte? Das weiß ich halt nicht, ne? Wo ist der Verrückte? Das wäre jetzt die große Frage aller Fragen. Also hier bei der Schlucht war ich schon, ich war bei der Gabelung, ich war beim Berg, also ich war fast überall schon. Ne? Und da war er einmal am Strand, dann war er mal beim Affenkopf. Der war eigentlich fast überall. Ne? Da ist das trockene Flussbett, da war ich auch schon mal. Mal Flussbett. Hallo? Eyebrush? Hallo? Wo läuft denn der rum? Hallo? Achso, nee, beim Teich. Ja, da hängt ein Typ, ne? Und jetzt ist der Affe weg. Jetzt ist der Affe weg. Der müsste uns eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen bis zu dem Verrückten. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Das sieht nicht gut aus. Na, das Seil werden wir sicher noch brauchen, irgendwie. Oder den Typen. Es ist halt viel zum Durchstöbern.
Also hier war auch noch was. Hier ist ein geheimes Eck. Das ist ein geheimes Eck mit einer Lichtung. Hier müsste es zum Privatgrundstück. Genau. Anbieterei gestattet, Beten verboten. Tschack, genau. Und hier war der Verrückte auch schon. Streng genommen habe ich jeden Ort getriggert, wo der Verrückte hätte sein können. Und irgendwie habe ich ein blödes Gefühl, dass der nicht mehr kommt. Habe ich irgendwas zum Schneiden? Ich habe einen Feuerstein. Ich könnte den anzünden. Also, ich habe einen Magneten, eine Visitenkarte, eine Heftklammer. Ich habe irgendwie lauter Schrott im Inventar. Man glaubt es nicht. Nur Schrott habe ich, ne? Und zu den Affen komme ich dann. Es ist halt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das mit den Bananen war jetzt Zufall, ne? Dass ich Bananen gefunden habe. Aber so. Ja, eine Visitenkarte vom Dingens. Wie heißt der? Der Typ. Der Schiffsverkäufer. Warte, die Visitenkarte war. Wo ist denn die? Hier. Stans Gebrauchtschiff Bazar. Für alles, bis wir im Geschäft sind. Und diese Visitenkarte zeigt immer mit einem Magneten auf die eine Insel. Ne? Zum Schrein? Ja, könnte ich nochmal probieren, vielleicht. Ich habe keine Ahnung, also wirklich keine Ahnung. Mal schauen. Es ist jetzt mehr raten und versuchen als sonst irgendwas. Ne? Also, bin planlos, ne? Hey, Scrap! Hallo! Die andere Seite der Insel ist was? Warte, ich mach das mal mit der Banane. Affe, komm her! Na, wat, komm her! Affe! Banane! Der Scrap! So, also, der Affe folgt uns jetzt. Ne? Scrap Hype! Ja. So, wir gehen jetzt nochmal in den Dschungel. Wir gehen zu dieser komischen Affenstatue. Hä? Wo ist denn jetzt der Affe? Hallo? Hallo? Affe? Hä? Der Affe? Was zum? Verstehe ich gerade nicht ganz. Wow. Hey. Ich bin verwirrt. Also der Affe folgt uns gar nicht so weit. Ja, und jetzt? Ja, hier ist die Lichtung, ne? Das ist jetzt doof. Ist es Flussbett? Flussbett? Gabelung? Ja, ich glaube, wir müssen noch irgendwas mit der Gabelung machen. Da bei dem. Also hier muss noch ein Stein hin. Das ist sicher, ne? Warte mal. Ich probiere das nochmal mit diesem Katapult-Ding, ne? Das muss doch irgendwie funktionieren, ne? Ich meine, wenn ich schon aus Versehen ein Schiff versenken kann, werde ich doch irgendwie auch einen Staudamm basteln können oder sowas, ne? Warte, haben wir jetzt einen Stein? Nö. Im Stein. So. Manometer. Jetzt aber. Drücke. Jetzt. Und? Wie, der ist groß. Was? Nö. Hat uns irgendwie nichts gebracht. Schade. Nochmal. So, ziehen. So. Nee, nee, warte mal. Ziehen. Ziehen. Warte mal. Ziehen. Ziehen.
aber so sieht's gut aus. Ne? Ah, ich weiß es nicht. Ich probiere es nochmal. Nochmal. Es wird jetzt so eine Fusselarbeit, ne? So, drücken. Batz. Mien. Hui. Nö. Hat nichts gebracht. Ah. Okay, nochmal. Es muss doch irgendwie funktionieren, oder? Oder bin ich doof? Weiter geht's nicht. Ich bin enttäuscht. Nochmal. 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 Drücken, nicht ziehen. Jetzt. Puh. Bin gerade wieder überfragt. Es muss doch irgendwie noch was bringen, oder? Nochmal. Putz. Hui. Batz. Nah dran, aber trotzdem daneben. Ich glaube, das kriege ich nicht nochmal hin. Es hört sich blöd an. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe es vermasselt. Also das mit den Bananen. Oh, ich habe ein ganz blödes Gefühl. Nicht gut. Der Stern ist groß, den bräuchte man, ne? Der wäre gut für den Staudamm. Jetzt haben wir aber unsere Bananen verballert, oder? Also verballert, sag ich mal. Verballert. Der Affe hat die genommen und ist wieder abgehauen, ne? Der hat uns nur ein ganz kleines Stück begleitet und dann war er wieder weg. Glaubst du, ich weiß, was ich jetzt machen soll? Leute, ihr müsst mir helfen. Bitte. Ich weiß doch nicht weiter. Oh Gott. Leute. Chat, seid aktiv. Ach Gott. Okay. Wir haben noch Tinte. Wir haben ein Buch, ein Berg Memos. Könnten wir das die Memos anzünden? Wäre doch eine Idee. Warte, benutze Feuersteine mit Memos. Eisen oder Stahl? Okay. Noch mehr Ratlosigkeit? Nee. Ja, ich habe ein Ruderboot gefunden, aber ich habe keine Ruder. Und diese Ruder liegen aber in einer Schlucht. Die Schlucht ist hier, ne? Da. Nur, Frage ist, wie kommen wir zu den Rudern? Genau. Jetzt machen wir Brainstorming zu dritt, ne? Wir überlegen uns, was wir machen sollen, ne? Also das Ruderboot, da haben wir noch Ruder, da ist ein halber Staudamm und irgendwie, ne? Irgendwie müssen wir zu einer Lösung kommen. Ja. Da raucht jetzt schon mein Kopf. Ne? Und das Ding mit dem Bananenbaum hat er gesagt. Das war jetzt eine einmalige Sache, 1 zu 1 Million, dass er den Baum getroffen hat. Was so viel heißt, wenn wir Pech haben, kriegen wir keine neuen Bananen für den Affen. Ja. Bei der Schlucht weiß ich auch nicht weiter. Ja, da ist die Schlucht. Da haben wir einen Baum. Da haben wir einen Ast. Fester Stumpf. Stumpf. Ja. Zwei Paddel haben wir hier noch. Da. Puh, okay. Also hier mal den Baum. Hier gibt es aber keine Bananen. Baum ohne Bananen. Ja. Mal einen Ast.
Mit kräftig. Okay. Da man stumpf, sieht kräftiger. Und hier haben wir die zwei Paddeln, ne? Ja. Ja, wir bräuchten, eigentlich bräuchten wir ein Seil, aber um an das Seil ranzukommen, müssten wir irgendwas machen. Warte, können wir das Katapult benutzen? Geht das? Warte mal. Aber dann müssten wir das Katapult richtig in die Geier. Hallo. Warte mal. Also hier im Teich war der Erhängte. Da konnten wir nichts machen. Da ging nichts. Und ich glaube, wenn wir da den Staudamm Dingens tun, dann könnten wir das Wasser eigentlich umleiten hierhin, denke ich mir so. Ja? Und da will er nichts machen. Ne? Also da der Aufgeknüpfte. Nimm Aufgeknüpften. Nee, von hier aus komme ich nicht ran. Nee. Also ich glaube, das Wasser muss hier steigen, dass der hier runterkommt. Weiß nicht. Also ich glaube, ich muss hier irgendwas mit Wasser umleiten oder so. Oder kann ich den ziehen? Ziehen? Nö, geht nicht. Kann ich mit dem reden? Benutzen? Nö. Also irgendwie theoretisch wüsste ich die Lösung, aber ich komme nicht drauf. Öffnen. Öffne ihn. Nee. Oh. Angucken. Sieht nicht gut aus. Und hier war die Gabelung mit dem Katapult, ne? Ja. Da gab's Steine, ne? Aber ich habe eigentlich jetzt schon alles an Steine verballert, was ging, ne? Weiß halt nicht, wie oder was, in welche Richtung ich ziehen oder drücken soll. Drücken. So, geht's weiter. Drücken. Ah, dann mal geht's weiter. Warte, warte, warte. Drücken. Weiter. Drücken. Nö, mehr geht nicht. Ich probiere das nochmal aus. Ne? Jetzt habe ich es ja komplett auf die andere Seite gezogen. Gedrückt. Gedrückt. Drücken. 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 So, ich probiere es nochmal. Zack. Männchen. Hallo. Gut. Ah, nö. Keine Ahnung, was ich da mache. Memos, ich hab einen Feuerstein. Feuersteine. Haufen Steine. Wann habe ich hier noch? Visitenkarte? Für was brauche ich Heftklammer? Das frage ich mich bis heute. Ich hab den schon ewig, den Gram. Ich weiß nicht für was. Feuersteine. Nö. Ja, jede Position. Jede. Ah, Gott. Wir werden jetzt noch 3 Stunden hier sitzen, nur um dieses verdammte Katapult zu betätigen. Hier geht's nicht weiter. Ziehen. Hallo? Ziehen. Hallo? Drücken. Hallo? Irgendwas ist gerade kaputt. Hallo? Habe ich es kaputt gemacht. Sehr schön. Ah, okay, doch nicht.
So, nochmal hoch. Noch ein Steinchen. Jetzt drücken. Und? Und? Warte, warte. Das war irgendwie doof gerade. Nee. Links, rechts, oben, unten. Jetzt wären Cheatscodes. Das wäre jetzt geil, wenn es jetzt Cheatscodes geben würde, ne? Also, ne? Ziehen. So. Nächste Position. Wir machen jetzt alles durch. Jede Position. Komm, komm, wir machen das jetzt. Jede Position machen wir. Was? Ah, daneben, verdammt. Ich hätte gedacht, ich erwische noch mal den Bananenbaum, ne? Das wäre doch geil gewesen, oder? Aber das war irgendwie so ein Schuss, eins von einer Million, hat er gesagt, ne? Also der Guybrush. Dass wir den Bananenbaum nicht doch mit noch mal treffen werden. Das stimmt mich nachdenklich. Ob wir hier nicht schon irgendwie so einen Gamebreaker haben oder was. Jetzt aber. Jetzt, 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 jetzt. Ah, nah dran, aber trotzdem daneben. Das kriege ich nicht nochmal hin. Also das wäre jetzt der Bananenbaum gewesen. Hier. Ah. Verdammt. Das ist doof. Ziehen. So, nochmal. Und was macht ihr so, wenn ihr nicht guckt, wie Steine durch die Gegend fliegen? Irgendwas Tolles. Okay. Auch nichts. Was zum? Ist das jetzt ein Geier oder war das der Stein? Das ist ein Geier. Hab schon gedacht, da fliegt irgendwas über den Bildschirm hier rum. Nö, war doch nichts. Ach je, na dann noch einmal. Nee, ziehen, oder? Ziehen was? Ziehen. Noch einmal. So. Ja, das ist unser Hobby jetzt. So. Das ist der Steinsimulator 3000. So, nochmal. Batz. Und. Ins Wasser. Ja. Also hier war das Schiff und das haben wir sogar mit dem Stein abgeschossen. Das war recht lustig, ne? Wir sind alle ertrunken und ertroffen. Ach ja. Ist das Leben nicht schön? Na, runter. So, nochmal ziehen. Fünf Siedler minus. Was? Minus vier. Eins. Ein Siedler. Ah, das ist so ein Wortwitz, ne? Ein Siedler. Ja, das hört sich interessant an. Nur. Was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Nope. Kein Einschlag? Ja, jetzt Hinterstern. Komisch. Na gut, nochmal. Ein Einsiedler. Ne? Das ist ja der Witz, ne? Ein Siedler. So, nochmal ziehen. Warte mal. Hat der Verrückte nicht gesagt, dass er einen Freund hatte? Hallo? Ihn drücken? Jetzt spinnt's gerade. Mach was. Drücken. Jetzt. So. Nochmal.
Nämlich der Verrückte hat gesagt, er war mit Freunden unterwegs mit dem Schiff. Und die sind dann alle, ne, verstorben. Was? Jetzt hat's blub gemacht. Warte mal, vielleicht die Idee, die mir gerade kommt, dass ich die Leichen untersuchen muss. Ja, da gibt's Leichen. Also Leichen von dem Dingens, wo die Eingeborenen waren. Die haben ja die alle aufgehängt, also aufgehängt, aufgespießt, so. Die waren, glaube ich, bei dieser Statue oder was? Bevor man zur Statue kommt. Ne? Warte, hier, ne? Haben sie alle aufgehängt, aufgespießt. Ja, da, guck, das sind sie, das sind die. Also 1, 2, 3, die haben alle aufgehängt hier, also aufgespießt. Hallo, was geht? Schaschrik. Der andere heißt Schasch Joe und der andere heißt Schasch Harry. Das ist eine ganze Familie. Also der Wilson ist nicht dabei, falls jetzt die Frage kommt. Nehmen wir noch ein paar Schädel. Uch, Schädel. Ja, Schädel. Interessiert nicht. Jeep. Nö. Aber diesen komischen Totenbaum verstehe ich nicht ganz. Da muss doch noch irgendwas sein mit diesen. Made by Red Skull. Die Nase. Nase. Du sollst dir die Nase anschauen. Ja. Wow, eine Nase. Oh, nochmal. Was? Nase? Nase. Nö, geht nicht. Hat auch eine Nase, ne? Jetzt. Sharp Tooth. Muss ich die kennen? Kann ich die Dinger anzünden? Das wär's doch. Warte. Anzünden. Nö, er mag nicht. Kann man drücken? Warte mal. Drück. Zieh nach. Was? Echt jetzt? Oh. Ah, I see. Das ist ein Hebel. Wenn ich jetzt die Nase hier. Das ist jetzt interessant. So langsam bildet sich so ein Plan. Ne? Also, ne? Wir müssen hier rein. Wir müssen zu diesem Affenkopf. Ha. Ja, okay. Also wir brauchen jemanden, der für uns eine Nase zieht. Und wir brauchen den verrückten Einsiedler. Ja, irgendwas war da. Nur, ja, ich habe alles schon abgesucht. Der ist nicht mehr wieder aufgetaucht hier. Also hier war ein Zettel. Den Zettel habe ich mir angeguckt. Ne? Dann war hier noch das Flussbett. Das habe ich auch geguckt. Dann hatte ich noch einen Strand. Ja, ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also hier ist ja noch ein Strand. Ne? Also, ja. Ne? Da ist ein Strand. Hier. Da ist noch ein Strand. Da. Da. Und da ist auch niemand. Da ist niemand. Ich stehe am Schlauch. Ich bin nicht lernresistent. Ich stehe am Schlauch. Oh je. Also, ich hab schon den Plan, aber ich weiß nicht was oder wie. Hier sind Steine. Das sind wieder Steine. Ne? Hier ist der Dschungel. Das ist ein Strand.
Also hier geht's glaube ich nicht weiter. Komme ich hier irgendwie weiter? Nee, oder? Hier ist irgendwas noch. Da will er glaube ich nicht hin, oder? Ich glaube nicht. Da, geh hin! Da! Da. Und jetzt. Nee, kommen wir nicht drüber, ne? Nö. Nee. Geht nicht. Ah, das ist so, ne? Ich weiß halt nicht was oder wie. So, gehen wir zum anderen Strand, ne? So, nochmal. Am Krater? Krater? Nee. Da? Hier ist nichts, ne? Die sind Geier. Die wollen mich alle fressen. Was? Moment. Ach Gott, ich kann hier rein? Ernsthaft? Hä? Echt jetzt? Ich kann hier rein? Warum sagt mir das keiner? Echt jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Echt jetzt? Wow. Es ist doch mies. Wo ist denn der? Guybrush? Hallo? Wo ist denn jetzt? Da! Warte, warte. Da muss es doch irgendwo. Der Pfad hört hier auf. Was? Was zum. Ein Fernrohr. Warnung. Objekte im Fernrohr sind weiter weg, als sie denken. Ja, okay. Nehmen wir mit. Alter, Kanone. Gucken. Gucken. Rostet. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, dass man kann in den Krater hineinlaufen? Einfach so? Echt jetzt? Ja, und hier haben wir natürlich einen Seil, ne? Ist klar. Ne? Ich suche mich ja dumm und dämlich. Ja, danke. Benutze Fernrohr. Was sollte ich mir ansehen? Ja, weiß ich es. Herrgott. Ah, das da. Feuerstein. Das ist ein guter Tipp. Warte, warte, warte. Anzünden. Zünd an. Was? Wieso? Ja. Was hat er jetzt gemacht? Ja? Hallo? Nein? Ja. Wir brauchen noch Papier, oder? Nee. Was? Kann ich? Nö. Benutze? Nö. Nee. Feuerstein. Feuerstein? Fernrohr? Hä? Nee. Nö. Das will ich gerade nicht. Kanone? Handzettel. Nö, das will ich nicht. Nö. Perfekte Broschüre. Ich stehe gerade wieder am Schlauch. Ich bin 5 Meter weit gekommen. Eine Kugel. Wir haben keine Kugel. Wir haben nur einen Feuerstein. Aber wir haben jetzt ein Seil. Und ich glaube, das werde ich jetzt benutzen. Ja. Das Paddel-Dingsbum. Das hole ich mir jetzt. So, der Guybrush muss erstmal eine Weltreise machen. Warten das ein bisschen noch. Hm? Ach je. Hüschi, oh, sascha, ming. Was? Man kann die Kanone bewegen? Wollt ihr mich verarschen? Ach Gott.
Er macht mich fertig. Ja Gott, nochmal. What? So. Ei. Meine Nase macht sich wieder bemerkbar. Oh! Eine Kanonenkugel. Hey, der Verrückte! Hey, hey, tolles Fernrohr. Sieht fast aus wie? Sag mal. Wo ist mein Fernrohr? Na klasse. Hey. Ich bin 5 Minuten weg und jemand kommt rein, verschüttet Schießpulver in meiner Wohnung. Was? Du bist es natürlich nicht gewesen, ne? Ganz dummer Zufall. Herumstandest, ja, und die Geheimperson Teppich ruiniert. Was? Ich habe einen Affen gesehen. Er war's. Oh Gott, das ist so genial. Es war ein Affe. Er war's. Lüg mich nicht an, Sonny Boy. Oh, oh nein. Bitte lauf nicht davon. Bleib bei mir. Ich auch. Läuft er jetzt davon? Nee, oder? Warte mal, können wir nochmal quatschen? Warte. Reden? Rede? Hutrod. Was? Ah, verdammt. Warte mal. Bleib hier. Hey, du läufst jetzt davon, da gibt's was. Hip. Fernrohr. Da! Ich hab schon einen. Was? Du Idiot, das ist deins! Ach Gott! Es macht mich fertig. Es macht mich fertig. Nein! Es macht mich fertig. Oh, ey. Ehrlich. Toll, ne? Ich weine. Ich weine. Oh Gott. Oh je. Schießpulver. Kanone. Kugel. Feuerstein. Schießpulver. Wo geht's denn hier wieder raus? Hallo? So. Ah, na gut. Probieren wir das nochmal mit dem Seil. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich hab genug von dem Einsiedler. Nee. Ich will das verdammte Paddel und dann bin ich weg, ne? Er kann mich mal. Ach je. So. Beschlucht. Jetzt aber. Nutze Seil mit Baum. Was? Was machst du da, Guybrush? Oh oh. Okay. Hinunter. Gehe. Ah, okay. Und jetzt? Ja, und jetzt? Okay. Ist es geil? So nah und so fern. Nein! Ah, gut. Okay.
Okay. Immer noch mal gehen. Fort. So. Ah, da ist er wieder. Hallo. Es ist eine Wohnung, natürlich. Hier ist keine Tür. Ah, nee. Ich habe geklopft, habe es nicht gehört. Warum? Lüg mich nicht an, Sonny. Der Typ sucht nur Streit, ich sag's euch. Irgendwas geben. Okay, dann. Stopp. Ach, jetzt ist der Typ schon wieder weg. Ist doch nicht. Klappt nicht. Klappt nicht. Auch nicht. Nö. Nö. Ah, okay. Klappt auch nicht. Okay. Jetzt. Oh, ich habe eine ganz böse Idee. Wisst ihr welche? Wir haben eine Kanonenkugel und Schießpulver. Oh, ich habe eine ganz böse Idee. Jetzt in den Dschungel. Dschungel. Der Dschungel. Ja. Wir gehen doch mal auf den Berg. Und vielleicht sprengen wir was in die Luft. Zumindest wäre das jetzt meine Idee. Bin ich gespannt, ob es funktioniert, ne? Meine Idee. Brush, schneller. Danke. Jetzt. Der Schlucht, ja. Ey, der braucht ja ewig. So, jetzt. Schlusskabelung. Gleich kommt's. Gleich. So, hier. Hier sprengen wir was in die Luft. Gleich kommt's. Gleich. Einmal. Ist halt die Frage, ob es überhaupt funktioniert. Einmal. Schießpulver. Nee. Geht nicht. Schade. Benutzen. Nö, schade. Bin enttäuscht. Schade. Dann hier drauflegen. Nö. Was? Das sind drei Löcher. Oh nö, wisst ihr, was das für eine Kanonenkugel ist? Es ist eine Bowlingkugel. Ja, eine Bowlingkugel. Wie aus Maniac Mansion. Ja. Was mich zu der Frage bringt, wieso? Einen Berg könnten wir sprengen. Wir könnten einen Berg sprengen. Oder Staudamm. Ahnung was. Was? Nein, wir töten nicht den Affen. Doch nicht den Affen, nein! Der Deal des Wahnsinns. Alter Schwede. Verrückte. Wir gehen hier nochmal hoch. Benutzen. Nutzen.
Brücke genommen und gucken. Hallo? Ich will hier was runterschmeißen. Ach Gott. Ein Stein. So. Warte mal, könnte ich hier noch? Warte mal. Nichts? Ich hab da irgendwie so ein blödes Gefühl bei diesen ganzen Steinhaufen. Bei diesen Steinhaufen habe ich so ein blödes Gefühl. Der Alte hat ja gesagt, er hat ein paar Freunde verloren an die Kannibalen. Ich könnte mir vorstellen, dass er da irgendwas vergraben hat. Ziehen? Nicht ziehen. Drücken! Und? Nein? Blups. Ja. Jetzt ist die Frage, wie sprengen wir einen Damm? Ah. Also der Damm ist ja hier. Ne? Hier. Nochmal. So. Pulver. Damm. Funktioniert das einfach mal so? Hä? Nee, oder? Nee. Das wäre doch zu einfach, oder? Was? Ja, okay. Ja, wieso nicht? Ja, und jetzt? Schießpulver? Ja, und jetzt? Ui! Oh, lauf! Ah, shit! Oh, Manuela. Ist das geil? Oh, okay. Und da liegt unser toter Freund. Hallo? Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, nehmen. Nee, ich geht. Nö, er will nicht. Da halt nicht. Seil. Meine Güte. Er stellt sich ja an, der Guybrush. Ah, da treffen sich Leute im Chat. Sehr schön. Juhu. Ja, heute ist ja was schön. Gestern war nicht so viel los. Okay, dann haben wir ein zweites Seil. Juhu! Warte mal, wo muss man jetzt lang? Wir haben ein zweites Seil, ja. Das klingt gut, ne? So, warte mal. Ja, jetzt haben wir ein Seil. Warte mal, was? Kommen wir zur Schlucht, glaube ich, ne? Seil, Schlucht und? Ja, genau. Da haben wir noch einen Stumpf. So, jetzt benutze Seil. Stumpf. Ach. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Juhu. Paddel. Das X markiert die Stelle. Sehr schön. Dann her damit. Paddel. Paddel. Es sind zwei Paddel. Ja. Das war's? Hm. Ich hab gedacht, da kommt jetzt noch irgendwas Tolles, aber. Ja, okay. Dann können wir gleich mal flüchten, ne? So. Hier lang? Ja. Paddel. Ruderboot. Sehr schön. Aha, und jetzt? Ah. Das ist interessant. Okay. Aber zum Schiff kommen wir natürlich jetzt nicht mehr, weil wir haben unser eigenes Schiff versenkt. Ne? So. Geht's hier weiter? Ah, schau her. Jetzt könnten wir da drüber schippern. Ne? Können wir hier rüber? Ah, ich lasse ihn mal paddeln.
Paddel, 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 paddel. Juhu! Ah, Ruderboot. Ruderboot, Ruderboot. Ruder, 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 Ruder. Ah. Der kann rudern, ne? Der kann das. Der ist Profi. So. Boah. Ja. Ich glaube, ich habe keine Garantie. Nö. Bei meinem Glück. Nö. 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 Aber es war wirklich nur versehen, ja? Also da war ein Stein und ich habe den benutzt und dann so puh, ist das Ding explodiert und alle sind gestorben und ich habe so ich habe nichts gemacht. Ne? Ich war es nicht. Ah, okay. Jetzt kommen wir auf die andere Seite der Insel. Der Scrap hat ja gekriegt, ne? Okay. Und hier haben wir noch einen Zettel. Ja, die Steinschlagversicherung. Ja, genau, die habe ich vergessen. Ich habe die Steinschlagversicherung vergessen. Stimmt, 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 ja. Ihr habt absolut recht. So geil. So, noch ein Zettel. Kannibalen, ihr Blutsauger. Ich will den Bananenpflücker. AT. Das ist der Typ. Jede Menge Memos. Ja. Der hat hier einen Rechtsstreit mit den Kannibalen, ne? Der Einsiedler. Und wir dürfen das gerade hier zurechtdrücken, ne? Was gibt's denn hier noch? Gibt's hier noch irgendwas? Nee, oder? Hier gibt's nichts. Gibt's hier irgendwas noch? Ich will da auf Nummer sicher gehen. Hier gibt's nichts, oder? Nö. Hier gibt's nichts. Nö. Tun wir mal kurz zwischenspeichern. Warte. Zwischenspeichern. Was nehmen wir jetzt? Ersoffen, Heiratsantrag. Die Kannibalen, oder? Was? Nee, hier. Kannibalen. Kannibalen 2. So. Ganz kurz. So. Was? Ah, Klaus. Was? Du hast gewartet, der Key? K-Class reparieren, K-Class tauschen. Kaputtes Schiff. Okay. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. So. Kann ich hier weiter? Hier? Ich will die Insel erkunden, ja? Also. Hier. Dinge tun. Hallo? Es ist gemein. Ich darf mir den Rest nicht anschauen. Oh, es ist gemein. Ich will mir das anschauen. Hier, da. Nee, dann halt nicht. Dann halt nicht. Nee, Blödsinn. Ach, nicht. Guten Hunger, Loki. Guten Hunger. So. Dann gehen wir halt mal zu den Kannibalen. Die haben sicher auch was Gutes. Also, Essen. Immer wieder beim Essen, ne? Ey. Der fressende Viewer hier. Ich bin so ein Streichholz. Schlimm, ne? So. Das sind Kannibalen, ne? Wünscht mir Glück. Ich hoffe, ich lande nicht im Kochtopf. Eieie. Und? Okay. Oh, sieht doch ganz nett aus. Noch hier, ja. Okay. Ja. Dafür, dass da hier ein Dorf voller Kannibalen ist, ist hier fast nichts los. Kann das sein? Okay. Hallo? Leer.
sehr leer. Okay. Ich bin enttäuscht. Bitte. Ah. Okay. Sie ist sicher leer. Ja, komm. Okay, noch eine Hütte. Komm, komm, komm. Die leerste, die ich die je gesehen habe. Perfekt. Warte. Noch eine Hütte. Leer. Diese ist kein Zweifel. Leer. Ja, schön. Die haben sich sicher alle gegenseitig gefressen. Wetten? Sieht aus wie die Stammeshütte. Tür. Okay. Früchte. Bananen. Warte. Früchte. Überreif. Bis auf die saftige Banane. Dann nimm. Zack. Schon wieder Bananen. Hallo? Leer. Wo? Puppenköpfe? Bin ich mal gespannt. Was? Verschlossen? Ernsthaft? Verschlossen? Och nö. Und jetzt? Die Wahrsagerin hat ja gesagt, die Kannibalen sind entweder unsere Feinde oder unsere Verbündeten. Ja, irgend sowas hat sie gesagt. Daran erinnere ich mich. Ha, jetzt ist halt die Frage. Gibt's die überhaupt noch? Da ist ja keine Menschenseele. Sind ja alle schon dort, ne? Irgendwie. Jetzt. Dein Kopf. Hallo? Das könnte eine Falle sein. Ja. Komm. Warte. Ich hab hier noch was. Feuerstein? Nö. Kanonenkugel? Kommen. Nö? Nee. Schade. Komm. Nee. Nehmen. Nee. Ja, okay. Ich habe schon einige Bananen benutzt. Nur irgendwie haben die mir alle nichts gebracht. Ne? Also ich habe mindestens 2, 3, 4 Stück schon benutzt. Und jedes Mal hat es nichts gebracht. Das ist irgendwie komisch. Ne? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt mit dem Affen machen soll. Drücken? Nee, auch nicht. Ja, ich kann jetzt noch mal den Affen füttern. Ist halt die Frage, ob es was bringt. Gehen wir halt nochmal zum Affen. Vielleicht kann der uns irgendwie. Hallo. Hast du Banane in der Hand, was? In der Tasche, was? Was? Die Kannibalen? Ui. Jetzt hab ich geklaut. Oh Gott, jetzt kommt. Ja. Ach so, die machen gerade eine Diät, ne? Streng gesundheitliche Gründe. Oh, jetzt kommt's. Esst mich nicht, ich bin ein mächtiger Pirat. Ich gebe euch alles. Er kocht mir.
Macht nichts aus. Was jetzt? Ein dreiköpfiger Affe? Ups. Die sind voll drauf reingefallen. Ach, verdammt. Oh Gott, okay, was jetzt? Da, ein Affe. Ah. Zweifel bin ich drauf. Nein, da ist ein Affe, da ist ein Affe, da ist ein Nein. Da ist ein Affe. Da dreh dich um. Idiot. Warte. Nein. Oh Gott. Affe. Benutze Affe. Ah, come on. Da ist der Affe. Oh. Was? Oh nein, nicht gut. Was? Oh verdammt. Ich glaube, ich hab's verkackt, oder? Habe ich es jetzt gerade verkackt? Kann das sein? Beamer an dich selbst. Der Gastepirat LeChuck. Wir protestieren schärfstens gegen Beschlagnahmung unserer Voodoo-Malzwiss. Wir verstehen, dass Sie, Ihr Crew in Gefahr, war da Diebstahl nicht dunkel. Okay. Die Kannibalen. Ja, nö, ist klar. Ah, das ist der Bananenpflücker, den brauche ich doch, ne? Ein Schädel. Benutze Schädel mit was? Angucken. Okay. Ich nehme mit einfach mal. Haben wir noch? Ranken. Knochen. Hallo. Angucken. Ah. Der Bananenpflücker. Ah, das sind keine Bananen. Idiot. Benutzt die Ranken. Junge. Hoch da. Wow. Noch mehr. Danke. Okay. Ziehen. Nö. Jetzt habe ich schon den Bananenpflücker und jetzt das. Voll. Fenster? Ideen. Bin für alles offen. Meine Nase will schon wieder nicht. Alles zu. Hermann Tuttritt zu geben. Guter Finder. Okay. Ganz kurz Nase.
Herd. Luft, 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 Luft. Ah. Und dritte Tag. Ah, Herrgott. Ah, sorry. Ganz schlimm. Ah. Die Nase. Die hasst mich. Aber richtig, ne? Also, wir brauchen einen Weg hinaus. Ja. Irgendwelche Ideen. Irgendwas. Wir haben eine verschlossene Tür. Wir haben ein Fenster. Und wir haben Ranken. Ganz ominöse Ranken. Ideen? So. Ah, was ist denn hier? Ein loses Brett. Öffnen. Zack. Ach komm, ein Loch. Was? Nein! Was macht der Typ? Och nö, ernsthaft? Echt jetzt? Was? Arterien? Wow! Und jetzt? Echt jetzt? Das war's? Jetzt bin ich verwirrt, weil wir sind ja gekommen wegen dem Bananenpflücker, ne? Wir sind gekommen wegen Bananenpflücker und jetzt auf der Flucht, oder wie? Warte mal. Kann ich hier nochmal... Warte mal. Kann ich das Ding jetzt öffnen? Öffnen? Öffne. Ziehen. Junge, wieso? Wieso? Was jetzt? Wir brauchen den Pflücker, ne? Tja. Schön. Die Sperre kann ich nicht wegnehmen, ne? Da geht nichts. Schade. Früchte. Schädel. Was geht mit dem hier? Ein süßer kleiner Schädel. Ja, okay. Schädel. Oh, nicht schon wieder. Gott, schon wieder. Echt jetzt, die debattieren drüber? Wow. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ja, Wetten des Glaubens. Er ist C, ja, toll. Ich hab einen Totenschädel. Ah, schade. Warte. Was? Haben wir schon? Schade. Schau das an, die vernageln die Tür. Ist das geil. Wow. Echt jetzt? Wow. Ehrlich, ehrlich. Ja, und jetzt? Jetzt sind wir so weit wie vorher, ne?
Giftklammern, Tagesordnung. So viel Schrott dabei. Das ist ja Wahnsinn. Ah. Nö. Nimm. Nö. Nö. Also irgendwas hat es mit diesen Ranken sicher noch auf sich, oder? Pflücker. Ja. Überfragt. Irgendjemand Ideen? Musik wieder aus. Schade. Also, wir haben jetzt zwei Bananen bekommen. Wir haben einen Schädel. Wir haben eine Kanonenkugel, die eine Bowlingkugel ist. Wir haben einen Fernraum. Wir haben einen Feuerstein. Wir haben ganz viele Memos, die wir nicht brauchen. Wir haben Tinte, ein Buch. Wir haben sogar Broschüren. Prospekte, Handzettel. Ah, was noch? Kiez. Warte. Steht drauf. Also, stimmt. Der LeChuck hat ja einen Brief geschrieben an alle Piraten. Ja, wissen wir schon. Ha. Warte, wir haben doch Pfefferminz, oder? Nee, warte mal. Kann man den? Ich probiere es mal mit dem Pfefferminz. Warte. Hallo, immer zu Hause. Warte. Wie die das schön vernageln, ne? Die Tür vernageln. Ehrlich. Vernagelt. Ehrlich. Okay, nochmal. So. Hallo, ich bin's. Nun, nun. Du bist ein Ausbruchskünstler, hm? Ich habe gesagt, wir sollen ihn essen. Nee, nein, nein, nein. Esst mich nicht, ich gebe euch alles. Bitte. Wirklich alles. Jetzt kommt's. Wir nehmen Pfefferminz. Dann, nein, dann kriegst du halt eine Banane, meine. Gib Banane. Da. Nein, 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 nein! Ah! Du Scheißdreck. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Jetzt haben sie die Tür zusammengekettet. Ah! Ich pack's nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Nochmal. Oh Gott. Die haben die Tür zusammengekettet. Wow. Effektiv. So, jetzt probieren wir es aber mit den Bananen. So. Nochmal. Ja, im Kochtopf, ist klar. Nochmal von vorn. Bananen. So. Jetzt. Banane. Hier. Was? Ey, hallo? Och nö. Echt jetzt? Ah. Nee. Ah, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Schon wieder. Ernsthaft? What? What zum Fuck?
Also die, mit der Tür werden sie immer bekloppter. Was? So fick. Alter. Haben's doch nicht mal, oder? Was zum Teufel. Also, ne? Ja, ich glaube, ich bin überfragt. Da ist noch Fleisch dran. Dann nimm's. Nimm's, das sind doch Kannibalen. Mach an. Benutz. Rück. Nö. Nö. Feuerstein. Schädel. Eisen. Stahl. Also was könnten Kannibalen gebrauchen, außer Fleisch oder Bananen? Also, die 3 Millionen Dollar Frage. Ich gehe nochmal zum Einsiedler. Vielleicht hat der eine Idee. Also ich habe den Bananenpflücker ja jetzt schon gesehen. Und vielleicht interessiert es den ja. Dass ich jetzt Probleme habe mit Eingeborenen. Das wäre so meine Idee. Ah. Wie spät ist? 20. So, jetzt zurück. Alter, kann ganz schön schnell paddeln, ne? Okay. So, zurück zum... Jein, der Pflücker hat nicht durchs Loch gepasst. Es hört sich falsch an, ist aber so. Also, ne? Da war so ein Loch im Boden und da war der Pflücker. Der war zu groß. Hallo! Was? Ja, der schwert sich wieder über mich, ne? Ich hätte ja geklopft, blablabla, hier ist keine Tür. Ja, ist gut. Schon okay. Nö, mit kann ich nicht quatschen. Sehr komischer Typ, ne? Ja. Ein Schädel. Nö. Kanonenkugel. Nö. Nein, bleib bei mir. Verlass mich nicht. Ja, also der Bananenpflücker ist in der einen Hütte, in der wir eingesperrt werden. Sobald wir die komische Diele wegschieben und flüchten, sagt der Guybrush, der Bananenpflücker passt nicht durchs Loch. Ja, hört sich komisch an, ist aber so. Ne? Jetzt müssten wir irgendeine Möglichkeit finden, wie wir den Bananenpflücker trotzdem aus der Hütte rauskriegen. Also du setzt schon mein Hirn wieder aus. Ja, je länger die Folge dauert, ne? Ich sehe gerade jemanden im Lurk. Hallo, Lurker. Ja,
Je länger die Folge dauert, desto weniger macht mein Hirn mit. Ne? Wir haben auch schon fast 2 Stunden durch, ne? So viel mache ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Also Progress und so. In den Schock. Komm. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Jetzt aber. So. Nochmal zurück. So. Also. Könnten ja nochmal zurückgehen. Und irgendwas probieren. Mit dem Bananenpflücker, da muss ja irgendwas noch möglich sein, ne? Kann es ja nicht sein, oder? Ich meine, der ist in der Hütte, ja, aber kann ihn nicht mitnehmen. Das ist doch irgendwie, ne? Tschüss. So, wir haben noch Bananen, die könnten wir abgeben. Affen. Hallo. Kuckuck. Affe. Hallo. Das sind aber unsere letzten 2 Bananen, die wir hier haben. Ah. Ob da irgendwas Tolles passiert? Das ist die Frage. Ja, ich tu mal speichern. Banane. 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 So. So. Hallo, Affe. Ich gebe dir Banane. Was gibst du mir? Bleib doch hier. Banane. Hallo. Hier. Da, da, da. Hallo. Geht's noch? Jetzt aber. Mahlzeit. Jetzt. Jetzt kann ich an den. Nee, oder? Nee, der folgt mir nicht. Nö. Der folgt mir nicht, ne? Nee. Ah, schwierig. Also, der bleibt hier. Ah. Okay. Ich bin doch immer überfragt, was ich da machen soll mit dem Affen. So. An den Strand. So. Nochmal zu den Kannibalen. Ins Dorf. So. Die haben ja eigentlich sich gegenseitig aufgefressen, ne? Und der Bananenpflücker ist genau in dieser Hütte. Ja. Es ist eine sehr komische Tür, ne? Mit Sicherheitsschloss und Tamtam, ne? Also. Boah, eine schöne Tür, ne? Hallo? Primitiv, aber effektiv. Dumm, oder? Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Schädel benutzen auf. Nö. Gib Schädel an. Nö. Da muss ja auch noch irgendwas sein. Falle. Ja. Stein. Also ich bin gerade überfragt, ne? Man kann den rein, aber man kann den Bananenpflücker nicht.
Das ist das Komische, ne? Hallo, ich bin's. Ah, wird's dir nicht langsam langweilig? Dann kocht mich halt. Scheiß drauf. Ist mir auch schon egal. Wie du willst. Ja, komm. Hallo? Ich will gekocht werden. Ach. An Pflücke. An Tür. So. Nö. Das sind keine Bananen. Komm. Scheiß doch auf die Bananen. So. Bananenpflücker. Banane. Diese Banane wurde schon gepflückt. Wow. Der macht mich kirre. Bananenpflücker. Bewegt sich nicht. Mach raus. Nee. Mach an. Nö. Schau an. Hermann tut für Kinderlohn. Öffnen. Schließen. Nö. Bananenpflücker mit Schädel. Nö. Nö. Drei Löcher. Hm? In Wirklichkeit ist die Kanonenkugel eine Bowlingkugel, ne? Das weiß nur keiner. Oh. Ah, ne. Hm? Drück es, zieh es, schieb es. Nö! Keine Ahnung. Loch. Ja, schön. Nee. Nö. Ich bin planlos. Komplett. Durchs Fenster. Nope. Öffnen. Nope. Ja, also sie mögen kein Fleisch. Sie mögen keine Bananen. Sie mögen keinen Totenschädel. Ja. Und da sind sehr viele Memos. Die können wir uns mal durchlesen. An die Kannibalen. Nicht mehr bewegen. Ausbalancieren. Tutrot. Ist der Tutrot. Hören Sie das gefährliche Objekt. Aha. Eine Schaukel für den Bananenbaum. Hallo Loki. Wir rätseln noch immer. PS. Ja. An die Kannibalen. Ja, sie wollen einen Affenkopf anbieten. Hm? Ist klar. Chuck. Voodoo Malz Wurzel. Was? Warte, 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 warte. Ah. Oh. Ja, das ist ja die Sache. Das ist ein Sorgerechtsstreit hier, ja. Ach Gott.
Seelische Grausamkeit, angedeutete Körperverletzung. Uff, ja, also jede Partei will irgendetwas. Ne? Der LeChuck will was, dann will der Einsiedler was und dann will der Kannibale wieder irgendwas. Irgendwann verliert man die Übersicht. Ja. Also, der Einsiedler will den Bananenpflücker. Die Kannibalen wollen den Schlüssel zum Affenkopf. Den ich nicht habe. Ne? Ja. Warte. Warte. Mir kommt gerade eine Idee. Was? Ruderboot? Warte, 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 warte. Wir gehen nochmal zurück. Wir müssen zu diesem Dingen ziehen. Da. Da müssen wir nochmal hin. Warte kurz. Mir kommt gerade eine Idee. Unsere Kanonenkugel ist ja in Wirklichkeit eine Bowlingkugel. Und? Ne? Sehr gern. Warte. Hab's gleich. Hier. Diese Tür ist ja verschlossen. Hier. Es ist ja verschlossen. Und die Kanonenkugel hat drei Löcher. Was? Könnte der Einsiedler wie Mutten Roshi sein? Wieso? Ich verstehe gerade nicht den Vergleich, verstehe ich gerade nicht. Das sind zwei alte Männer, ja. Kanonenkugel? Ah, verdammt. Ich hatte gerade die coole Idee. Warte, 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 warte. Bitte. Edel. Nein. Ach. Da. Nase. Mit. Schädel. Nase. Mit. Kanonenkugel. Nein. Feuerstein. So. Hier. Ne? Da geht die Tür auf. Eigentlich bräuchten wir hier. Nein, es sind keine. Nein, 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 nein. Broschüren. Ich zeig dir die Broschüren da. Broschüre. So gewinnt man eine Seeschlacht. Broschüre über Seeschlachten. Ja, Schädel. Mit Nase. Nase. Nö. Geht gerade nicht. Schade. Hm. Ah. Zack. Wieder zu. Nein. Also es will nicht, ne? Uff. Nee. Also es wäre gerade so meine Idee gewesen. Ne? Ja. Will aber nicht. Weil ich hatte die Idee, benutzt doch den Schädel oder die Kanonenkugel mit der Nase. Oh, das will ich. Nö, klappt nicht. Nö. Nö, nö, will nicht. Was will nicht, ne? Klappt nicht. Edel. Nase. Nö. So. Nase mit. Auch nicht. Nase mit. Möchte. Nö. Es war eine coole Idee. Will aber nicht.
Da sind noch mehr Schädel, ne? Kann ich? Noch mehr Schädel. Sie? Warte mal. Schädel. Warte. Nö. Ich bin echt überfragt. Oh. Aber irgendwas muss hier noch sein, ne? Puppenfall. Irgendwas fehlt noch. Ash Larry. Ash Joe. Ash Rick. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas mit die Schädel mache. Was haben wir dann sonst in Schädel im Inventar? Der muss ja für was gut sein. Geht heuer. Na gut, okay. Naja, ich mache auch nicht mal lang jetzt. Spät ist. Ja, gut, spät ist. Es ist spät. Ja, dann sag ich mal, gute Nacht, Loki. Schlaf gut. Und ja. Lass dich nicht anhusten. Also bei der Arbeit. Na gut. Weiter geht's halt noch. Ja.
andere ist. Let's go. Nase. Streng genommen bräuchte ich doch gar keinen Schlüssel, wenn ich den Hebel benutze, oder? Könnte ich drauf werfen. Erdkristall. Okay. Fernrohr. Ja, okay. Nicht weiter, ne? Drücken, ziehen. Mitnehmen. Nö. Die Nase habe ich schon gezogen, aber das habe ich schon gemacht, ne? Also Nase ziehen kann ich, aber es bringt mir nichts. Ah, die Nase. Das weiß ich ja schon. Aber sobald ich dann loslasse. Nase. Nein. Es muss ja offen bleiben. Entweder stelle ich da noch irgendjemanden hin, ne? Der den Hebel zieht. Oder ich mache ein Gewicht dran. Für die Idee. Den Affen habe ich schon gefunden, ja. Aber der folgt mir nicht. Der Affe folgt mir nicht, ne? Das ist meine letzte Banane. Der Affe ist da drüben. Da. Aber der folgt mir nicht. Ach komm, nee. Echt jetzt? Gott. Ich hab gedacht, ich muss die rationieren. Nee. Und jetzt? Ja? Jetzt? Ja. Hallo, Affe? Warte. Affe? Hallo? Wo ist er? Hallo? Hä? Wo ist er jetzt hin? Hallo? Ah. Affe? Okay. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Da. Affe? Schon. Affe, komm her! Komm her! Ah, jetzt aber, oder? Ja! Juhu! Affe! Komm her! Schau mal, da ist eine Nase. Schau. Da ist eine Nase. Na, guck! Da. Ja. Jetzt.
Da, 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 da. Ah. Ah. Der schlau, der Affe. Ah. Okay. Und jetzt? Ah. Ach du Scheiße, was ist jetzt? Cool. Eine heilige Figur. Okay, wieso nicht? Kleine Figur. Hammerhead. Oh, interessant. Kann ich den mitnehmen? Ja, oder? Lol, okay. Komm. Ich nehme einfach alle mit. Oh, schade. Schade. Oh. Na gut, jetzt haben wir eine Figur, ne? Oh. Ah. Und jetzt zurück zu den Eingeborenen, ne? Oder? Was ist mit dem Ding? Jo, das wissen wir schon, ne? Na gut, okay. Er läuft. Sehr schön. Affe. Danke. Bleibt er jetzt dort hängen? Das wär's, ne? Okay. Dann können wir jetzt zu den Kannibalen, glaube ich. Hm? Wenn wir jetzt schon eine heilige Figur haben, hm? Vielleicht. Ah. Ich bin ja mal gespannt. So. Eine kleine Figur für Kannibalen. Aha. Bevor ich aber hier was mache, ganz kurz. Ah. Kämpf gegen meine Nase. So. Jetzt aber. So, jetzt bin ich mal gespannt. So. Wir haben was Heiliges. Etwas Heiliges, ne? Für unsere lieben Freunde. Hallo. Und jetzt? Okay. Tschua. Ja gut. Tada. Eindrucksvoll. Lemonhead. Ach, das ist nett. Holla, Herrgott. Sorry. No, Freunde. Sehr schön. Freunde. So.
Sehr schön. Passt. Sehr schön. Und ich glaube, an der Stelle machen wir Schluss. Bevor ich hier noch mehr herumnieße und noch mehr mitbekämpfe. Tränende Augen und so weiter. Ich glaube, jetzt ist genug, ne? Die Kannibalen sind unsere Verbündeten, ne? Wie die Wahrsagerin vorhergesagt hat, ne? Und nächstes Mal schauen wir dann vielleicht, ob man den Bananen bladibla an den Einsiedler, ne? Überbringen, ne? Und ja, das machen wir nächsten Sonntag. Und bis dahin, ne? YouTube-Videos gucken. Was auch immer. Ganz tolle Sachen. Und ja, danke fürs dabei sein. Ki. Alle Lurker. Scrap. Loki. Und natürlich alle Bots. Ja, es war mir eine Freude. Danke. Ich sag mal, gute Nacht und Sitzi. Ciao, ciao.